Herzlich willkommen, lieber Musikfreund, bei der Reihe Short and Simple von Vortex Sci-Fi. Heute beschäftigen wir uns mit den Füßen von Vortex Sci-Fi und sind heute auch wieder zu Gast bei Ed Doggen. Hallo Ed. Ja, was ist anders bei diesen Füßen als anderen und wie müssen sie vor allen Dingen eingesetzt werden? Das ist ja die Frage, die wir hier stellen, dass derjenige, der das Video gesehen hat, dann diese Füße auch richtig einsetzen kann. Als erstes haben wir natürlich grundsätzlich die Gerätefüße. Diese Gerätefüße haben wir als Einstieg, das ist Holz, das sind also Holzplättchen, die chemisch so behandelt wurden, dass sie eine optimale Schaltstruktur entwickeln. Hier. Und diese Plättchen werden unter die Geräte, wenn sie unter die Geräte kommen, so unter die Geräte. Die eigenen Füße der Geräte. Die eigenen Füße der Geräte oder wenn es natürlich geht, auch die Füße abmachen und dieses hier dann drunter machen. Aber das Abmachen von den Gerätefüßen ist immer noch günstiger, weil die meisten Gerätefüße sind aus Kunststoff. Das heißt also, eine Schallmodulation, also die Schwingung zu modulieren des Gerätes, fällt dann immer etwas schwer. Ja. Ja, also das ist nämlich der Trick. Unser Ziel ist es, dass das Gerät anders schwingt. Nämlich wie Holz schwingt. Wie Holz in Resonanz gerät, wie Holz reflektiert, wie der Schall durch das Holz geht und dann eben rückwirkt auf das Gerät. Das wollen wir manipulieren. Und die einfachste Form ist diese Holzscheibe, die so auch so Löcher, eine Löcher, so Bohrungen hat. Ja. Und das heißt, wenn er hier drauf steht, dann wird das durch die Bohrung dann diffundiert. Also verteilt. Wird verteilt. Ja. Was also dazu führt, dass wir eine andere Schallausbreitung in dem Material haben. Was aber neben diesem Holz, das ist auch gewachsenes Holz, das ist also kein MDF oder irgend sowas, sondern das ist ein natürliches Holz mit natürlichen Jahresringen. Das ist auch wichtig, dass der Schall so über diese Jahresringe, über die unterschiedlichen Dichten des Holzes dann auch moduliert wird, der Schall. Was halt hier auch noch ist, also diese Plättchen sind mit einem wasserlöslichen Lack informiert. Das heißt, wenn ein Feld des Gerätes dann auf diesen Kunststoff kommt, auf dieses Holz kommt, wird dieser Lack dann mit der Information, diese Information dann auf dieses Feld übertragen. Und dieses Feld strahlt ja dann letztendlich auch auf den Menschen, was ja diesen Stress erzeugt, den Vortex über diese Informierung ja beseitigt. Und das ist also der Punkt, dadurch, dass wir ein relativ großes Objekt haben, was im Feld des Gerätes ist, können wir hiermit hervorragend informieren. Also das hat wieder so eine gleiche Wirkung, ein bisschen wie die Caps. Gleiche Wirkung, ja genau, die gleiche Wirkung wie die Caps, nur dass wir halt noch eine Schwingungswirkung mit dabei haben. Das ist so das einfachste Produkt, was wir haben, um eben dann dort eine halbwegs natürliche Schwingung hinzubekommen. Ja. Und welche Geräte stellt man da drauf? Im Zweifel alle. Also das können Lautsprecher sein, das können Geräte sein, das kann aber auch, was ich also unbedingt empfehle, auch Geräte wie so ein Apple TV oder so ein TV-Tuner oder sowas sein. Denn die haben ja also ganz, ganz, ganz schlimme Gehäuse. Also diese Gehäuse sind nicht nur aus Kunststoff, das wir ja nicht verhindern können, aber vor allen Dingen, sie strahlen wie verrückt. Das heißt also so, weil sie eben keine geschlossene Metallgehäuse haben und damit nicht geschirmt sind, haben sie eine relativ starke Strahlung, die abgegeben wird. Und das ist natürlich ideal für die Füße, weil sie natürlich die maximale Strahlung dann abbekommen und damit auch das Feld optimal informieren. Also
gerade die schlechten Geräte, die gewinnen am meisten durch Füße. Das gilt im Übrigen nicht nur für diese hier, sondern das gilt genauso für die höherwertigen Füße, die jetzt noch viel mehr Schwingungseigenschaften dem Gerät aufmodellieren. Ja, ja. Also es ist so, dass wenn ich ein Kunststoffgehäuse habe, so einen billigen Tuner für 100 Euro oder 50 Euro oder was auch kostet vom Fernseher, dann hat er praktisch keine Füße, null Füße. Der Boden steht quasi direkt auf dem Boden, ja, was dazu führt, dass das Feld mit maximaler Intensität in den Boden, wo es steht, eindringt. Und dieser Sprung, also dieses Feld plötzlich Luft und dann in irgendeine Art von Boden eintrifft, führt das dazu, dass durch diesen Sprung des Dielektrikums, also dieser dielektrische Sprung, dass dadurch Potentialwirbel entstehen. Also eine Verwirbelung dieses Feldes entsteht, die es dann klanglich sehr negativ ist. Und das können wir durch die Information, die wir dann auf dieses Feld bringen, wieder auflösen. Ja, also das nennen wir dann Entstörung. Nähere Informationen kann man bei uns dann auf der Webseite einfach nachlesen. Was ist Entstörung? Ja? Was ist die Idee dabei? Und vor allen Dingen messtechnisch zeigen wir, dass wir durch Entstörung eben doch deutlich auch eine Feldreduzierung erreichen können. Anders als man das denkt. Also es ist also so, dass keineswegs das, was man an einem Gerät als Feldstärke misst, auch das Feld ist, was durch das Gerät permanent abgestreut wird, sondern es verwirbelt sich auch Energie um die Geräte und man misst dann ein höheres Feld, als tatsächlich dieses reine Energie, die abgestrahlt wird, entsprechen würde. Ja, ja, ja. Und deshalb können wir eine Feldstärke reduzieren, obwohl wir das Feld, das abgestrahlt wird, ja gar nicht beeinflussen können. Ja, das können wir ja nicht. Das ist eine Energie, die immer weggeht. Aber dadurch, dass sie sich verwirbelt, haben wir da ein Riesenproblem, nämlich diese Verwirbelung ist letztendlich das biologisch Relevante. Ja. Okay. Können wir bei uns auf der Website, haben wir das stehen, wir werden vielleicht noch ein kleines Video auch nochmal darüber machen, aber wir haben da auch Sachen wie Informierung und sowas, dass man da wunderbar nachlesen kann. Das heißt also auch hier, diese Füße hier, die nächste höhere Qualitätsstufe, ist mit diesem Lack bearbeitet, sodass also, wenn das Gerät ein Feld abgibt, dieser Lack sich in dieses Feld einkoppelt und dadurch diese Wirbel aufgelöst werden und deutlich geringer sind, also die Störungen auf das Nervensystem deutlich geringer sind. Und diese Störungen messen wir halt auch mit unserem Herzratenvariabilitätssystem. Ja. Jetzt sind das die kleineren in dieser Reihe von Kubusfüßen. Ja, also diese kleineren sind schlicht und ergreifend einfach weniger belastbar. Ja, also wir haben ungefähr hier eine Belastbarkeit von etwa 30 Kilo für das Set. 30 Kilo? 30 Kilo für das Set. So viel? Ja. Und wie hält sich das in einer Dauerbelastung? Mit dem Filz hier? Die Filze werden bei einer Dauerbelastung, werden die sich etwas eindrücken. Ja. Aber dann werden die irgendwann ein stabiles Niveau dann erreichen. Ja, ja, ja. Ja. Also es ist natürlich so, dass der Filz soll ja alles, was von unten kommt, also was jetzt vom Reckboden kommt, soll das ja dämpfen. Und das funktioniert auch sehr gut. Das zeigen wir nämlich auch in Messungen bei uns auf der Website. Da kann man das wunderschön messen. Wir messen aber da nicht, was passiert bei 50 Hertz oder bei 30 Hertz oder bei 20 Hertz, ja, wo also die meisten die Füße messen, sondern wir messen, was passiert von 1000 Hertz nach oben. Warum? Weil uns interessiert die Modulation, die in dem biologisch relevanten Bereich ist. Also es haben die Studien haben gezeigt im baubiologischen Bereich, dass alle Frequenzen oberhalb von 4000 Hertz besonders kritisch auf das Nervensystem wirken. Das heißt also, wenn wir Schwingungen oberhalb von 4000 Hertz haben oder 2000 Hertz, ist auch ein kritischer Bereich, der für Monitore zum Beispiel bei den Messungen deutlich die Werte verschärft werden, also bis 2000 Hertz, davon zum Beispiel bei Monitoren eine Abstrahlung von 10 Volt pro Meter als Feldstärke haben, während oberhalb von 2000 Hertz nur 1 Volt pro Meter. Also das heißt also in dem Bereich von, 2000, 4000 Hertz, irgendwo da,
beginnt der Körper besonders negativ auf elektrische Felder zu reagieren. Und deshalb interessiert uns auch die Modulation dieser elektrischen Felder in dem Bereich ganz besonders. Mhm. Weil uns interessiert ja nicht, wie verändert sich das Signal durch die Füße. Da ändert sich gar nichts. Mhm. Ja? So wie bei allen anderen Füßen auch nicht. Ja? Sondern die Modulation ändert sich. Und gerade in dem Bereich ist es klanglich besonders negativ, weil da mehr Stress entsteht, den wir reduzieren wollen. Und alle tiefen Frequenzen werden hier über diesen Filz vom Boden aus gedämpft. Aller Luftschall, der dann die Geräte anregt zum Schwingen, da wollen wir, dass die Geräte möglichst natürlich schwingen. Und deshalb koppeln wir praktisch das Gerät, die Schwingung des Gerätes in den Fuß ein. Das geschieht hier mit einem Saphir. Wir haben drei Füße. Mhm. Davon hat ein Fuß einen Saphir. Und zwei sind mit Filzen entkoppelt. Dadurch haben wir für hohe Frequenzen praktisch einen Einerstand. Ja? Über den Saphir. Über den Saphir. Ja. Ja? Die beiden anderen sind abgekoppelt. Mhm. Ja? So, und der Saphir, ja, der hat eine Besonderheit, der hat nämlich eine Kennschallimpedanz, die mit Stahl identisch ist. Also wird also Saphire auch verwendet, zum Beispiel bei Ultraschallübertragungen von Messungen von Schweißnähten oder sowas. Ja? Mhm. Also im Qualitätsmanagement wird das also eingesetzt, um zu sehen, um den Schall optimal von diesem Ultraschallgeber auf das Objekt zu übertragen. Das hat was mit der Kennschallimpedanz des Materials zu tun. Und das nutzen wir hier aus, indem wir also, hier liegt das Gerät auf dieser kleinen Fläche auf und diese große Fläche ist dann hier in dem Holz eingebaut, sodass also die Schwingung von dem Gerät optimal in das Holz eindringen kann hier und dann von dem Holzblock, der dann anfängt zu schwingen, optimal wieder zurückgekoppelt werden kann in das Gerät. Und dadurch können wir eine natürliche Schwingung aus einer völlig artifiziellen machen. Ja, ja. Ein unglaublich wichtiger Aspekt ist, kann man feststellen, indem man einfach ein Blatt Papier dazwischen schiebt. Das heißt also, man hört und dann legt man ein Blatt Papier im zweiten Durchgang zwischen diesem Saphir und dem Geräteboden und wird staunen, was für ein gewaltiger Unterschied das ist. Weil dieses Blatt Papier reicht schon aus, um diese extrem exakte Anpassung durch diese Technik kaputt zu machen. Mhm. Ja, also das ist gewaltig, also der Unterschied. Und wir haben also hiermit eine Anpassung und eine Schwingungsmodulation, die in dieser Form weltweit einzigartig ist. Also gibt es nicht nochmal. Ja? Und wie gesagt, wir haben da auch entsprechende Messungen, was die Schwingungsabkopplung angeht, haben wir auf unserer Webseite zu sehen, da sieht man also Beschleunigungswerte. Aber das heißt, dass man so schon viele Geräte, weil viele Geräte kommen nicht im Gewicht oberhalb 30 Kilo. Ja, es gibt noch einen Grund, den größeren Fuß zu nehmen. Na gut, aber er ist größer. Ja, ja. Na gut, aber da könnte man schon viele Geräte hiermit bestücken. Ja, es gibt auch noch einen weiteren Grund, diesen hier zu nehmen. Und zwar, der untere Teil hier ist größer. Das heißt, die schwingende Fläche hier, ja, also dieser Teil, wenn man das hier vergleicht, die schwingende Fläche ist um ein Vielfaches größer. Und wir wollen nicht eine Schwingung verhindern, sondern wir wollen eine Schwingung verstärken, also die von oben kommt, vom Gerät kommt. Ja, also in einer bestimmten Resonanzstimmung. Genau. Ja, ja. Das heißt also, und diese natürliche Schwingung, ja, haben wir besonders stark halt, wenn wir auch eine große Fläche haben, die schwingt. Ja. Ja, und das können wir bei dem kleinen Fuß nicht realisieren, weil sonst der Filz sich zu sehr eindrücken würde, wenn wir jetzt hier den noch dünner machen würden oder so. Ja. Also es sind hier die Grenzen einfach vorgegeben durch den Filz. Ja. Ja. Hier haben wir eine viel, viel größere Fläche, die nachher schwingen kann. Also dieser Boden hier, ja. Und besser eben dann diese Schwingung auf das Gerät zurückkoppelt. Das zweite ist die Feldstärke. Der Abstand zwischen dem Gerät und dem Reckboden wird einfach größer. Mhm. Dieser Abstand bedingt aber die Feldstärke, mit der das Feld von dem Gerät auf den Reckboden wirkt. Mhm. Und damit hängt das direkt mit der Potenzialwirbelbildung zusammen. Ja. Das heißt also,
Auch das, da haben wir auch Messungen online gestellt auf unserer Webseite, wo man sehen kann, wie verändert sich die Feldstärke, ob ich einen Originalgerätefuß habe, ob ich den Gerätefuß habe oder ob ich diesen Gerätefuß habe unter einem Gerät. Kann man sehen, wie hoch ist die Feldstärke, die in den Reckboden eindringt. Naja, aber warum soll ich mich dann auf dieser aus Preisgründen. Das ist preiswerter. Und es gibt auch Racks, die schlicht und ergreifend nicht so viel Platz haben. Ja, also Platzmangel. Platzmangel und Preis. Ja. Ne? Also das sind die beiden. Okay. Er kostet ja fast das Doppelte. Ja? Also der größere. Und die Klangunterschiede. Ah ja, also der hat einfach mehr Substanz. Mhm. Also er ist erdiger, kräftiger, voller. Wegen dieser Resonanzstimmung, ja. Wegen dieser, genau. Dieser Schwingung. Genau. Ja. Also, und das sind also die für die Geräte, die Füße. Und die gehen auch bis 30 Kilogramm oder die gehen auch? Nee, also da kann man also schon 40 Kilogramm und 40. Und mehr draufbinden. Also wir haben also auch noch dickere und etwas größere Filze hierfür, falls man dann etwas größere Geräte hat. Ja, also, ja. Wobei wir überlegen, diese kleinen Filze generell durch diese größeren Filze zu ersetzen. Mhm. Ja, dann hat man auch bei den kleinen Füßen nachher nicht so die Probleme. Ja. Ja. Also, aber die Filze, die kann man auch nachbekommen. Also wenn da ein Filz sich platt gedrückt haben soll, die oben, die sind die kritischen. Mhm. Ja, weil wenn der sich platt drückt und das Holz berührt den Geräteboden, dann ist die Wirkung weg. Ja? Okay. Also insofern. Aber dann ist die Wirkung über das Saphir ist dann weg. Ne? Ja, weil das Holz direkt mit dem Boden angekommen ist. Also damit haben wir eine Schallbrücke, die ist zwar nicht so perfekt wie der Saphir, ja? Aber wir haben eine Schallbrücke von relativ breitem Frequenzspektrum und deshalb ist das dann nicht ideal. Ja, das gleiche Prinzip mit dieser Ankopplung haben wir auch hier. Mhm. Das heißt also hier, die Lautsprecher haben in der Regel ja einen Metallspike. Ja, nicht alle, aber die meisten haben Metallspike. Und dann ist es also so, dass dieser Metallspike hier auf diesem Metallteller sitzt. Und unter dem Teller, genau im Zentrum, da befindet sich jetzt auch ein Saphir. Bei alle vier? Ja. Das ist nur eine Frage. Also, die Frage kommt, ist ja berechtigt. Ja, ja. Aber wir können hier nicht ein perfektes System bauen. Genauso wie bei den Kabelbrücken nicht. Mhm. Ja, also das heißt, wir haben ja schon einen Kompromiss machen müssen. Ja. Also wir haben das bei allen Vieren gemacht. Mhm. Das heißt also, hier haben wir immer einen Saphir drunter und das hier ist relativ, wenn man fest drückt, merkt man, man kann den so kippeln, ja? Weil er sitzt auf dieser Saphirkugel. Mhm. Ja, und er ist eingelassen dann auf einen sehr langsamen, schalltechnisch gesehen extrem langsamen Dämpfungsmasse. Ja, also kann man den praktisch auch so kippeln. Ne? Das ist auch, wenn es dann mal so leicht kippelt, dann ist das kein Fehler, sondern das ist so gedacht, weil wir dürfen das Metall, da sieht man auch, da ist so ein leichter Abstand, ja, also liegt nicht direkt dran, ne? Ja. Das ist ein leichter Abstand, dass also nicht der Schall durch einen Druck von dem Holz an das Metall über das Holz geht. Holz also Metall das geht, genau, dass es immer über den Saphir muss. Ja, dass es immer den gleichen Weg hat. Genau. Also diese Füße haben also auch eine kolossale Entkopplung von tiefen Frequenzen. Also, also wenn da mal ein Boden dazu neigt, ordentlich mitzuschwingen, also das ist eine ganz extreme Abkopplung vom Boden. Ja, jetzt sehe ich, dass diese Filzstreifen, das sind lange, schmale Streifen. Ja. Macht es da noch etwas aus, wenn das runde Streifen werden? Ist mehr eine praktische Frage. Wenn das nur so ein runder Filzbelag wäre. Der Teil hier schwingt am wenigsten. Mhm. Und wenn wir den runden an die Ecken machen würden, dann würden wir das würden wir diesen schwingenden Teil mitdämpfen. Deshalb auf die Kante legen. Ja, dann sitzt das auf der Kante. Ja, ja, ja. Also das ist wesentlich. Ja. Okay. Haben wir ausprobiert. Ja. Okay. Ja. Ja.
das wäre jetzt zu dem Thema. Ja, und bis wie schwer können da Boxen draufgestellt werden? Bei Boxen gibt es 50, 60 Kilo, ich würde also nicht darüber gehen, weil dann die Wirkung des Filzes nicht mehr vorhanden ist. Das ist im Lautsprecher eine wichtige Wirkung, weil der Heifelgeräte schwingen ja nicht so extrem und geben eine Schwingung in den Boden ab. Ja, ja. Ja, das heißt also, da ist das mit dem Filz nicht so kritisch. Aber bei Lautsprechern, da ist das ein ganz wesentlicher Aspekt, dass es nicht zu sehr komprimiert wird. Mhm. Also so 50, 60 Kilo, wenn das höher ist, würde ich unsere Füße nicht nehmen. Dann muss man andere nehmen. Mhm. Also praktisch gesehen. Also ich kann mich hier draufstellen, da geht auch nichts kaputt. Ja. Also habe ich alles schon gemacht. Ich wiege 120 Kilo. Ja? Mhm. Aber die Komprimierung, die dauerhafte Komprimierung ist dann da, sodass der Klang hierüber leidet. Er kann seine maximale Qualität nicht erreichen. Ja. Ja, und jetzt kommen wir zu Kabelbrücken. Und da werden wir, das ist ja eine Sache, die wird so oft belächelt, Kabelbrücken. Warum brauchen wir Kabelbrücken, dass man die in die Luft legt? Man könnte sagen, ja gut, man kann sie nicht in die Erde machen im Haus. Aber das ist nicht der Grund. Nee, nee, aber ich kann schon dies sagen. Ja? Und jedes Mal bei einem Händler überzeuge ich den Händler, dass er die Kabel hochlegen sollte. Jedes Mal, wenn ich da komme und ich sehe es und ich sage zu dem Händler, setze mal so diese CD-Hülle. Ja, stelle die mal so auf, drei Stück pro Seite unter die Lautsprecherkabel und höre dann mal zu. Und jedes Mal stellt er fest, dass der Klang besser ist. Also ja, schon bei. Also das ist schon wäre ja zum Beispiel mal ein Test für diejenigen, die meinen, naja, Kabelbrücken sind nicht so wichtig. Die sind extrem wichtig. Es gibt Leute, die da ein paar Bücher einfach drunter stellen. Stellt einfach mal ein paar Bücher unter eure Kabel, sodass sie nicht den Boden berühren. Ja. Ja? Und hört euch das mal an, was dann passiert. Der Grund, den wir sehen, warum Kabelbrücken so enorm wichtig sind, ist auch die Feldstärke. Ja. Denn die Kabel erzeugen natürlich nicht nur einen Stromfluss, sondern die haben natürlich auch ein elektrisches Feld. Mhm. Und dieses elektrische Feld, wenn die Feldstärke nimmt ja mit dem Abstand unglaublich zu. Das heißt also, auch da kann man sich die Messungen bei uns auf der Website anschauen, mit und ohne Kabelbrücke. Das simuliert praktisch, ob ein Kabel auf dem Boden liegt und ob ein Kabel auf der Kabelbrücke liegt. Mhm. Und dort kann man dann messen, wie hoch ist denn die Feldstärke, mit der dieses Feld dann in den Boden eindringen würde. Ja, also diese Wirbelbildung. Ja. Ja? Also das, wo praktisch ein Feld aus einem Medium ins andere wechselt. Ja, diese Veränderung führt zu Potentialwirbeln. Und es ist so, wenn man diese Messung, die man da sehen kann, wenn man ein Lautsprecherkabel bei einem zweipoligen Netzkabel, wenn man ein Lautsprecherkabel einmal auf den Boden legt, ja, haben wir eine Feldstärke, die kann unser ROM-Messgerät schon gar nicht mehr messen. Das ist also über 1100 Volt pro Meter. Ja, während das auf der Kabelbrücke um die 300 Volt pro Meter sind. Ja. Das heißt also, die Feldstärke, mit der das Feld des Lautsprecherkabels mit dem Boden interagiert, ja, ist um ein Vielfaches höher. Ja. Also deshalb sind Kabelbrücken allein wegen dem Abstand schon signifikant. Und diese hohen Feldstärken bedeutet, dass natürlich auch alles, was da an Informationen auftritt, natürlich auch mitgenommen wird. Mhm. Und deshalb sind die natürlich auch, wie unsere anderen Füße, auch informiert, um diese Störungen eben auch informiert auf den Körper wirken zu lassen und nicht einfach so. Mhm. Ja. Auch hier haben wir dann uns entschieden, für Filze zu verwenden an der Oberfläche, um das mit dem Holz zu verbinden. Letztendlich kann man nichts richtig machen. Ja, also man kann nicht wie hier oder hier eine perfekte Anpassung des Schalles vom Kabel auf die Brücke machen. Dann müsste man genau das Material kennen, das das Kabel als Ummantelung verwendet. Ja. Ja, dann könnte man vielleicht auch über eine akustische Linse das Kabel akustisch
an das Holz anpassen. Mhm. Aber die sind ja alle anders. Jedes Kabel ist völlig anders. Das heißt, wir können es nicht richtig machen. Also haben wir uns hier für eine Dämpfung entschieden. Ja. Mhm. Also das ist der Grund, weswegen wir das so haben. Naja. Und sind diese Kabelbrücken gemeint für Stromkabel oder Lautsprecherkabel? Völlig oder egal. Oder völlig egal? Das ist völlig egal. Stromkabel hat ja auch das Problem, wir haben ein elektrisches Feld und dieses elektrische Feld wird in den Boden eindringen. Beim Lautsprecherkabel ist es halt in der Regel viel höher, dass die Feldstärke, weil viele Stromkabel normalerweise ja geschirmt sind. Mhm. Ja. Aber selbst wenn sie geschirmt sind, hat man natürlich immer noch das Magnetfeld. Ja. Wobei man beim Magnetfeld dieser Sprung nicht so groß ist. Mhm. Das heißt also, nehmen wir mal an, wenn man einen Holzboden und das Kabel geht über von der Luft dann nachher in den Boden hinein, haben wir eine Veränderung von etwa 6. Also 4 bis 6. Mhm. Ja. Es ist eine erhebliche Veränderung von dem Widerstand für das elektrische Feld. Ja. Und das Problem haben wir bei Stromkabeln auch, aber das Magnetfeld beim Stromkabel ist der magnetische Widerstand von Holz oder sowas zur Luft nicht so riesig groß. Mhm. Also der Unterschied ist bei elektrischen Feldern deutlich größer. Aber letztendlich kann man das ja ausprobieren. Es ist bei Stromkabeln genauso essentiell wie bei Lautsprecherkabeln auch. Noch eine Sache, es wird immer gesagt, ja, es geht um die Vibration, dass der Boden, die Vibration vom Boden, das Kabel nicht vibrieren lassen. Ja, das wird also oft gesagt, eine Brücke, damit die Vibration vom Boden sich nicht über das Kabel übertragen. Das ist aber genau umgekehrt. Das heißt also, im Normalfall ist es so, dass das Lautsprecherkabel, das am Lautsprecherterminal angeschlossen wird, durch das stark vibrierende Lautsprecherterminal in Bewegung gesetzt wird. Das heißt also, das Kabel vibriert schon, weil es am Lautsprecherterminal fest ist. Mhm. Und diese Vibration pflanzt sich dem Kabel fort, kann man einfach feststellen, indem man dahin geht und mit der Hand dran fasst. Ja, dann merkt man, wie eine deutliche Schwingung am Lautsprecherterminal, also am Kabel ist, das am Lautsprecherterminal dran ist. Also wenn man einen Meter weiter geht und anfasst, merkt man diese Schwingung auch. Mhm. Ja, hat man die auf den Kabelbrücken, ist die Schwingung stärker, also wenn man sie auf dem Boden hat. Ja, also das heißt also, wenn das Kabel auf dem Boden liegt, wird es durch den Boden gedämpft. Mhm. Das kann man einfach testen, indem man mit dem Finger drauf hält, leicht. Und merkt einfach, die Schwingung, wenn das Kabel auf dem Boden liegt, ist nach einem Meter viel geringer, als wenn es auf den Kabelbrücken liegt. Also es geht nicht darum, die Schwingung vom Boden zu dämpfen. Ja, dann hätte man das Falsche getan. Mhm. Ja, sondern es geht, und das ist eben diese Überzeugung bei uns, dass es sich um das elektrische Feld halt, das interagiert mit der Umwelt. Das ist das Kritische. Ja. Das ist auch das, weswegen wir diese Gerätefüße haben. Weil wir auch dieses Feld, was das Gerät abgibt, mit dem Reckboden anders interagiert. Mhm. Das manipulieren wir, das können wir hiermit ändern. Und natürlich die Schwingung des Gerätes selber. Die Schwingung des Gerätes selber ist eine Modulation des elektrischen Feldes. Und wir wissen, dass elektrische Felder, die modelliert sind, eine andere Wirkung auf den menschlichen Körper haben. Das wissen wir aus allen Untersuchungen, die sich mit Dirty Power und sowas auseinandersetzen. Mhm. Und natürlich aus unseren eigenen. Ja. Ja, das ist das Thema Geräte und Lautsprecherfüße. So ein Satz stellt man unter ein Gerät, so ein Satz stellt man unter ein Gerät, so ein Satz stellt man unter einem Lautsprecher und so einem Satz unter einem Kabel. Oder mehr oder. Ja, das muss man sehen, wie die Kabel sind. Also, und das Kabel hängt durch, dann. Wenn das Kabel durchhängt, dann muss man halt einen weiteren Fuß eben einsetzen. Okay. Also, der Abstand spielt schon eine Rolle, aber was natürlich ganz negativ ist, weil die Feldstärke sich dramatisch erhöht ist, ist, wenn es praktisch den Boden berührt. Naja. Ja,
Und mehrere Kabel. Gar kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Also bei unseren Kabel sowieso nicht, weil ja bei uns auch die Lautsprecherkabel geschirmt sind. Mhm. Also und zwar nicht Masse geschirmt, was ja eine Störung darstellt, sondern die sind ja erdgeschirmt. Das heißt, wir gehen ja auf den Netzstecker und schirmen und geben die Schirmung auf den Nullleiter. Ja, ja. Auf den Schutzleiter des Stromnetzes. Mhm. Und das heißt also, wir haben also praktisch keine Feldstärke mehr. Ja. Aber, und das heißt, wenn ein Stromkabel noch dazu kommt, die können sich nicht gegenseitig beeinflussen. Ja, aber Kabel, die nicht geschirmt sind, die... Ja, kann es natürlich sein, dass ein nicht geschirmtes Stromkabel oder ein nicht geschirmtes Lautsprecherkabel, dass dort Störungen natürlich in das Kabel eingekoppelt werden. Das heißt also, dann muss man eben zwei separate nehmen. Okay. Ah, klar. Ja, ansonsten kann man sich die ganzen Messungen und Argumente und Techniken, die für diese Füße sprechen, aber auch Testberichte, kann man sich bei uns auf der Website. Und als letzte Bemerkung, man kann diese auch bekommen in Schwarz. Ja, man kann es in Schwarz bekommen, die allerdings dann einen leichten Tick schlechter klingen. Das liegt daran, dass diese wasserbasierende Farbe hier so dünn da drauf ist, dass man die praktisch nicht sehen kann. Mhm. Ja, das heißt also, die Schwingung des Holzes wird praktisch nicht beeinflusst, während also die schwarze Farbe, die muss deckend sein, ja, und da härtet somit die Oberfläche leicht. Mhm. Ja, und dieses leichte Härten der Oberfläche führt zu einer leicht anderen Schwingung, die nicht mehr ganz natürlich ist. Ja. Und da wir ja unser Ziel ist es ja, durch diese Ankopplung eine möglichst natürliche Schwingung dem Gerät aufzuzwingen. Mhm. Ja, haben wir natürlich bei den schwarzen Füßen tatsächlich einen höheren Unterschied. Ja. Also für die totalen Puristen weniger ausgeben und die Natur kaufen, die schwarzen sind etwas teurer. Nicht genau. Und einen besseren Klang. Ja, gut. Wenn es um Kosmetik geht, gut, dann kann einem sagen, okay, das ist mir wert, aber... Dies wäre das. Die Entscheidung muss man, es ist immer ein leichter klanglicher Unterschied, weil wenn ich auf einer Geige einen anderen Lack habe, klingt die Geige anders. Ja. Ja? Nichts anderes ist hier auch. Wir haben einen Schwingkörper, der ist extra zum Schwingen so gemacht. Mhm. Ja, diese Stege und wie das hier ist, das ist gemacht, dass damit es optimal schwingen kann. Ja, und wenn wir die Oberfläche ändern, dann schwingt es nun mal anders. Ja. Nicht mehr so. Natürlich. Ja, gut. Es ist nur, nicht nur ein Holzblock mit Löchern, es ist ein Objekt mit mehrfache Technologien in sich. Ja, also diese Löcher, die sind halt nicht da reingemacht, damit das leicht ist oder dass man schön durchgucken kann, sondern das ist eine wichtige Funktion. Wir zeigen euch jetzt mal, wie die Gerätefüße von Vortex Hi-Fi positioniert werden. Bei den Lautsprecherfüßen schenken wir uns das. Da sind ja die Spikes da hat man gar keine andere Möglichkeit, sie zu machen. Kabelbrücken auch so, dass das Kabel nicht durchhängt. Aber Gerätefüße, da muss man schon mal genau gucken, wie das dann gemacht wird. Bei den Gerätefüßen haben wir, wie gesagt, einen Fuß, da ist der Saphir, und zwei Füße, danke Ed, mit einem Filz. Ja? Jetzt ja die Frage, wo macht man den Fuß mit Filz hin und wo macht man den Fuß mit dem Saphir hin? Letztendlich ist, da es ein Einserstand ist, nahezu egal. Die interferieren ja miteinander nicht. Mhm. Wenn ich andere Füße unter ein Gerät stelle, ist immer genau so, wie ich stelle, der Klang anders. Stelle ich dreimal Füße unter ein Gerät, ist dreimal der Klang anders. Ja, weil die Interaktion zwischen denen ja immer anders ist. Die Wellenlängen sind immer anders. Ja, ja, ja. Das haben wir hier ja nicht. Mhm. Insofern ist der Klangunterschied, je nachdem wie ich sie verstelle, relativ klein. Ich persönlich bevorzuge, die Kugel übrigens nicht unter dem Trafo einzusetzen. Es gibt also Händler, die sagen, das muss unbedingt unter den Trafo. Ist jetzt nicht mein Vorzug. Ich sage, es ist letztendlich egal. Ich selber stelle es allerdings eben nicht unter den Trafo, weil wir wollen ja eine Schwingung übertragen und unter dem Trafo ist die Schwingung am geringsten, weil der Trafo sehr schwer ist. Ja. Es ist aber sinnvoll, einen Fuß
in der Nähe des Trafos zu positionieren, damit das Gerät nicht kippelt. Denn das ist jetzt das Einzige, worauf wir achten müssen. Ja. Dass das Gerät nicht kippelt. Ja. Erstmal schauen wir, ob wir sehen können, wo ein Trafo ist. Also wir gucken uns den an. Ja, wir können das sehen bei dem Gerät. Ja, weil hier haben wir so eine Metallplatte hier drunter. Das heißt also, Trafos, die werden in der Regel mit dem Boden in irgendeiner Weise verschraubt, weil die zerreißen sonst die Platine beim Transport. Ja. Also wir wissen, hier ist der Trafo. Ja. Das heißt, hier irgendwo ist der Trafo, irgendwo ist dann sinnvoll auf der Seite ja auch dann die Füße vermehrt hinzustellen. Mhm. Also ich würde das jetzt hier hinstellen, schön weit außen, ja, und würde einen hier hinstellen, auch schön weit außen, und den anderen würde ich hier hinstellen, schön weit außen. Ja, dadurch, dass der Trafo hier in der Mitte ist und mehr bei dem Fuß ist, ja, ist es also so, dass er hier auch diesen Test würde ich hier machen, hier überall drauf tippen, ob er anfängt zu wackeln. Ja. Wenn das der Fall ist, dann müssen die so verstellt werden, dass das einen stabilen Stand gibt. Ja? Mhm. Also, es steht jetzt stabil. Also, dass es einen stabilen Stand gibt. Dabei ist es auch egal, ob die Löcher jetzt nach vorne schauen oder so zur Seite schauen. Das ist eine ästhetische Frage, was man da lieber mag. Ja. Es gibt keine Funktion, ob das V jetzt nach vorne zeigt oder ob das Loch nach vorne zeigt. Das spielt letztendlich keine Rolle. Mhm. Sicherlich ist es eine Gleichartigkeit irgendwo sinnvoll. Das heißt, dann verdreht man das eben so, dass man immer diese Seite hier sieht. Ja, also wie gesagt, hier absolut fester Stand. Das ist eigentlich, worum es geht, dass das Gerät nicht anfängt zu kippeln. Ja. Das nächste ist aber, wir müssen prüfen, ob jetzt der unten Schrauben unter dem Boden sind und die Schrauben auf dem Holzklotz stehen. Dann funktioniert der Fuß nicht. Ja, das heißt also, wir müssen schauen, ob die Filze frei das Gerät ankoppeln und auch der Saphir und nicht durch eine Schraube abgehoben werden. Ja, das heißt, wir gucken hier unten und wir sehen, wir haben überall einen wunderbaren Spalt. Ja, und da ist auch nichts darunter. Ja, stimmt. Ja? So können die jetzt optimal arbeiten. Das heißt also, wenn da jetzt eine Schraube wäre, dann würde ich das halt ein Stück nach hinten, nach vorne verschieben, so dass es immer noch stabil steht und eben es nicht auf der Schraube steht. Ja. Ja. Etwas kompliziert wird es oft bei Röhrengeräten, weil Röhrengeräte unten einen Boden haben, der durchlöchert ist. Das macht man, damit man viel Wärme zirkulieren kann. Ja. Dann wird das ein bisschen tricky, weil man muss sehen, wo findet man jetzt zwischen den Löchern quasi Material, das er dort entsprechend aufsetzen tragen kann. Ja. Ja? Was man auch nicht machen sollte, man sollte die Füße auch nicht hier auf die Kante setzen. Weil es sollte ja schwingen. Das heißt also ruhig ein paar Zentimeter nach innen gehen. Also nicht jetzt auf die Kante setzen, das schwingt dann nämlich so gut wie gar nicht und dann habe ich nichts bei gewonnen. Ja, also nicht direkt auf die Kante, ja, der steht hier, ne, sondern dass man ein bisschen reingeht, ein paar Zentimeter reingeht, das ist also dann optimal. Und ansonsten, wenn der Trafo irgendwie im Zentrum ist, dann sollte man so ein bisschen darauf achten, dass man die Nähe der Füße kommt. Ja. Weil die Konstruktion des Gerätes dort am stabilsten ist wahrscheinlich. Ja. Ja, das ist es auch schon. Also eigentlich kein Zauberwerk. Es ist natürlich immer besser, man macht das zu zweit. Denn dann kann man schön auch drunter gucken, auch anheben und dann das verschieben. Also alleine kann man mit so einem leichten Gerät machen, aber ein schwereres Gerät. Empfehle ich immer zu zweit drin zu machen. Wenn man das alleine machen muss, ja, dann empfehle ich erstmal zwei Stück
so von der Hand runterzuschieben und den dritten dann mit frei, damit das nicht kippelt, also dann zu machen. Aber das Beste ist tatsächlich, das zu zweit zu machen oder zu dritt sogar, je nach Gewicht des Gerätes. Ja, ja, prima. Okay. Das hier nochmal zum Thema Praxis der Füße. Und ja, herzlichen Dank. Ja, dann, okay, wie gesagt, weitere Informationen bei uns auf der Website. Und da kann man dann auch die messtechnischen Daten sich schön abrufen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Okay.